herzlich willkommen zu unserem neuen AWT-Tutorial. Ich zeige Ihnen heute die Nullpunktverschiebung im Dialog. Über diese Variante der Nullpunktverschiebung haben Sie die Möglichkeit, die bekannten Nullpunkte G54 bis G59 und G54P1 bis G54P93 auch in Ihrem Dialogprogramm zu nutzen. So können Sie, wie Sie es eventuell auch schon aus dem NC-Editor kennen, die Nullpunkte zentral in einer Maske verwalten und eben auch mehrere Nullpunkte im Programm nutzen. Wie Sie diese Nullpunkte in Ihr Dialogprogramm integrieren können und eben auch verwalten können, zeige ich Ihnen am besten, wie immer, direkt an der Konsole. In diesem Tutorial werden wir Ihnen nun die Nutzung von Nullpunktverschiebungen in der Dialogprogrammierung etwas näher erläutern. Grundlegend hat jedes Dialogprogramm einen bestimmten Nullpunkt, der im Werkstück Einrichten des Programms definiert wird und mit dem Programm gespeichert wird. Das Werkstück Einrichten erreichen wir im Eingangsbildschirm über den Softkey F1. In den Eingabefeldern der verschiedenen Achsen werden die Verschiebungen des Werkstücknullpunkts ausgehend vom Maschinennullpunkt durch zum Beispiel das Antasten des Werkstücks mit einem 3D-Taster eingetragen. Seit den neuesten Softwareversionen haben Sie nun als Bediener auch die Möglichkeit, auf die aus dem NC-Betrieb bekannten Nullpunkte G54 bis G59 und G54P1 bis G54P93 zurückzugreifen. Diese können Sie zum Beispiel dann nutzen, wenn Sie mehrere Nullpunkte in einem Programm benötigen oder flexibel mit mehreren Schraubstöcken auf Ihrer Maschine arbeiten wollen. Um diese Nullpunktverschiebung zu definieren, müssen Sie lediglich aus dem Bildschirmwerkstück Einrichten noch einmal den Softkey F1 Nullpunktverschiebung drücken. In der neuen Maske haben Sie nun die Möglichkeit, alle Nullpunktverschiebungen, wie bereits bekannt, anzutasten. Selbstverständlich stehen Ihnen auch hier die bekannten Renishaw-Zyklen zur Verfügung. Anders als bei dem im Werkstück Einrichten eingetragenen Nullpunkt handelt es sich bei diesen Verschiebungen um eine globale Tabelle. Dies bedeutet für Sie, alle Programme, egal ob NC oder Dialog, greifen auf die in dieser Tabelle eingetragenen Werte zu, wodurch zum Beispiel der NC-Dialogmix deutlich vereinfacht wird, da beide Programmtypen denselben Nullpunkt nutzen. Wird jedoch ein Wert in dieser Tabelle geändert, wird er programmübergreifend geändert. Alle Bearbeitungen, die sich auf diesen Nullpunkt beziehen, werden also nacheditiert. Der größte Vorteil dieser Tabelle ist die einfache Übersicht der Nullpunkte. Soll während einer Bearbeitung zum Beispiel ein Nullpunkt feinjustiert werden, muss nicht erst im Programm der spezifische Datensatz gesucht werden, sondern es besteht die Möglichkeit, zentral auf alle Nullpunkte zuzugreifen. Durch das reine Antasten einer Nullpunktverschiebung ist diese allerdings noch nicht aktiviert. Wir möchten in diesem Beispiel nachfolgend mit dem Nullpunkt G54P1 arbeiten. Über den Softkey F7 wechseln wir zunächst zu den weiteren Nullpunkten und definieren unseren gewünschten Punkt mit Beispielwerten. Anschließend wechseln wir über das Drücken der Taste Eingang zurück in unseren Hauptbildschirm. Im Dialogprogramm gilt generell, der Werkstücknullpunkt wird im Werkstück Einrichten definiert. Möchten wir nun mit einem anderen Nullpunkt arbeiten, wird ein spezieller Datensatz benötigt. Diesen finden Sie über den Softkey F3 Werkstück Programmierung, über F5 Verschiedenes, F7 Weiter, im Softkey F6 Nullpunktverschiebung. Ab einem Datensatz Nullpunktverschiebung
Schaut die Steuerung nicht mehr, was zum Beispiel im Werkstück einrichten oder einem vorherigen Nullpunkt verschieben Datensatz definiert war, sondern nutzt die in diesem Datensatz ausgewählte Verschiebung. In diesem Datensatz haben Sie nun die Möglichkeit, den gewünschten Nullpunkt zu aktivieren. In unserem Fall nutzen wir die erweiterten Nullpunkte G54 P1. Generell empfehlen wir Ihnen, in einem Programm einheitlich hinsichtlich der Verschiebung zu arbeiten. Also entweder den Nullpunkt im Werkstück einrichten zu definieren und Änderungen, zum Beispiel durch einen Werkstück einrichten ändern Datensatz vorzunehmen oder komplett die Methode Nullpunktverschiebung zu nutzen. Um dies zu tun, benötigen Sie also einen ersten Datensatz in Ihrem Programm, der den gewünschten Nullpunkt definiert und können anschließend wie gewohnt weiterprogrammieren. Das war unser neues ABT-Tutorial zum Thema Nullpunktverschiebung im Dialog. Ich hoffe, wir konnten Ihnen mit diesem kleinen nützlichen Video die Arbeit mit verschiedenen Nullpunkten in einem Dialogprogramm etwas erleichtern. Wenn Sie zu diesem oder einem anderen Thema noch Fragen haben, senden Sie diese doch einfach an unsere E-Mail-Adresse abt@hurco.de oder besuchen Sie uns doch einfach mal auf unserer Webseite www.hurco.de. Vielen Dank, dass Sie bei diesem Video dabei waren und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, viele Grüße aus der ABT.